Mit den Google Plus Seiten hat Google eine lang ersehnte Funktion seinem neuen Netzwerk hinzugefügt. Jetzt können endlich auch Firmen, Marken, aber auch Webseiten angemessen in Google Plus präsentiert werden. Hier sehen Sie die Karrierebibelseite, die wir gestern angelegt haben. Wir beginnen unseren Rundgang mit einem Klick auf den Button Profil bearbeiten. Sie sehen als erstes wird Ihnen oben ein roter Balken eingeblendet. Dieser erinnert Sie daran, dass Sie sich im Bearbeiten-Modus befinden, also auch Content löschen können. Auf der linken Seite finden Sie das Profilbild. Ein Klick auf Foto ändern gibt Ihnen die von Google Plus bereits bekannte Oberfläche, in der Sie ein Foto von dem Computer auswählen können oder per Drag and Drop ein Foto hier hineinziehen könnten. Ich breche das hier ab. Darunter befindet sich die Option, hier ändern, wer sichtbar ist. Klicken wir darauf, finden wir diese Auswahlmöglichkeit. Sie können hier einstellen, was einem Besucher angezeigt werden soll, also ob Besucher sehen können, welche Personen sich in ihren Kreisen befinden und welche Personen sie zu deren Kreisen hinzugefügt haben. Gerade zu Beginn empfehlen wir Ihnen allerdings, beide Optionen auszuschalten. Ich speichere das hier einmal. Warum sollten Sie diese Funktion ausschalten? Das ist ganz einfach. Unsere Seite ist noch brandneu, daher hat sie logischerweise noch keine Follower in ihren Kreisen. Da sich eine Null oder eine sehr kleine Zahl, aber sehr unschön macht auf Ihrer Seite und nicht gerade Werbewirkung hat, sollten Sie diese zumindest zu Beginn verstecken. Wenn es mehr Follower werden, können Sie diese jederzeit wieder aktivieren. Unter dem Titel, dem Namen Ihrer Seite, finden Sie den Untertitel, die sogenannte Tagline, so nennt Google dieses. Hier sollen Sie kurz und prägnant beschreiben und zusammenfassen, was Ihre Seite auszeichnet und worum es sich auf Ihrer Seite dreht. Darunter finden Sie die Fotos Ihrer Seite. Um diese bearbeiten zu können, empfehlen wir, dass Sie über den Tab Fotos hier unten gehen. In diesem Bereich, auch das kennen Sie aus den Google Plus Profilen, können Sie Fotos hochladen, die Reihenfolge verändern, Fotos löschen und neue hinzufügen. Sie sehen hier, wie auch schon in Profilen bekannt, dass Sie diesen Tab ein- oder ausblenden können. Solange Sie Fotos haben, macht es natürlich Sinn, diesen anzeigen zu lassen. Und natürlich können Sie hier auch wiederum einschränken, welche Personen hier überhaupt hinzugefügt werden können und welche Namen hier getaggt werden können. Sie haben auch die Option, Ihren Standort jedem Foto mit anzufügen. Da empfehlen wir Ihnen allerdings, etwas vorsichtig zu sein. Es ist nicht unbedingt notwendig, allen Followern ein komplettes Bewegungsprofil von Ihnen mitzuteilen. Daneben gibt es den Videos-Tab. Diesen haben wir aktuell deaktiviert. Wir sind aber gerade dabei, Videos hochzuladen. Sobald diese drin sind, werden wir natürlich auch diesen Tab einblenden. Hier zeigt sich eine erste Limitation der Google Plus-Seiten, denn Google Plus hat noch keine direkte YouTube-Integration. Es ist zwar möglich, YouTube-Videos zu spielen, doch zum Beispiel unseren YouTube-Kanal können wir leider nicht automatisiert direkt einbinden. Google wird diese Funktion hoffentlich noch nachliefern, doch aktuell gibt es sie noch nicht. Im Bereich über mich ist natürlich die Beschreibung Ihrer Seite gemeint. Wir haben hier einfach die Inhalte der Karrierebibel genommen und unser Redaktionsteam, bestehend aus Jochen May, Christian Müller und Christian Schroff, vorgestellt. Die Kontaktinfos haben wir uns hier unten gespart, und zwar aus dem einfachen Grund. Die Karrierebibel als Homepage haben wir natürlich verlinkt. Was den Kontakt betrifft, finden Sie uns rechts auf Facebook, YouTube und Twitter jeweils wieder. In diesem Bereich, wenn wir mal draufklicken bei den empfohlenen Links, können Sie nämlich verschiedene Seiten und Links angeben. Das müssen keine sozialen Netzwerke sein. Die haben wir jetzt gewählt. Natürlich sind Sie aber auch völlig frei, andere Homepages oder sonstige Seiten, die eine URL haben, hier einzupflegen. Das tun Sie, indem Sie auf benutzerdefinierten Link hinzufügen klicken.
Hier dann die Bezeichnung eingeben und darunter die URL. Mit Speichern würden Sie das bestätigen. Die Reihenfolge der eingegebenen Links können Sie hier vorne bearbeiten. Sie sehen, es wird daraus das Kreuz mit Pfeilen. Mit links gedrückter Maustaste kann ich die entsprechende Reihenfolge neu festlegen. Das ist zum großen Teil schon die Bearbeitungsmöglichkeit, die Google Ihnen aktuell bietet. Natürlich haben Sie noch den Bereich Beiträge. Dort tauchen wie in jedem anderen Profil auch Ihre Beiträge auf. Sie sehen hier deshalb keine Beiträge, weil, wie es auch hier steht, hier nichts zu bearbeiten ist. Das bedeutet nicht, dass es keine Beiträge gibt. Das bedeutet nur, dass Sie hier nichts verändern können in diesem Modus. Wenn wir mit der Bearbeitung fertig sind, klicken wir bitte auf den Button Fertig. Der rote Balken verschwindet und wir befinden uns wieder in unserer Seitenansicht. Auf der linken Seite sehen Sie den Punkt Seite teilen. Klicken wir diesen an. Dauert das kurz und Sie sehen, Sie könnten Ihre Seite jetzt bekannt machen. Das geschieht, bitte darauf achten, nicht unter dem Namen Ihrer Seite, denn diese kann ja noch gar keine Mitglieder erreichen. Das geschieht unter Ihrem persönlichen Google Plus Profil zu diesem Zeitpunkt. Das brechen wir hier ab. Gehen wir einmal kurz auf Google Plus, nachdem wir uns auf der Seite angemeldet hatten. Sie sehen hier jetzt 1. Unser Stream ist aktuell noch leer. Wie gesagt, die Seite ist noch recht neu, wird sich aber bald füllen. Wie auch auf Facebook werden wir hier handverlesene Beiträge posten und Ihnen nur die wirklich hervorragenden Artikel darbieten. Wer wirklich alle Artikel mitbekommen möchte, dem empfehlen wir unseren Twitter-Account oder den RSS-Feed unseres Blogs. Auf der linken Seite sehen Sie allerdings eine Funktion, die Google, zumindest sieht es so aus, sich von Facebook abgeschaut hat. Denn unter der Seite Karrierebibel sehe ich einen Auswahl-Button. Klicke ich darauf, habe ich die Wahl, ob ich Google Plus unter meinem persönlichen Profil oder als Karrierebibel verwenden möchte. Genau so, wie Sie es auch bei Facebook haben, wenn Sie Administrator einer Seite sind. Auch dort können Sie das auswählen. Hier finden Sie auch den direkten Weg, um Ihre Seiten zu verwalten. Ein Klick auf diesen Link führt Sie nämlich auf die auch im Artikel verlinkte Seite, in der Sie alle Ihre Seiten angezeigt bekommen. Dort können Sie diese löschen oder entsprechend verwalten, beziehungsweise das, was wir im Artikel beschreiben, tun, nämlich eine neue Seite erstellen. Ich kehre zurück zur Karrierebibel-Seite. Hier haben Sie jetzt ganz normal wie in jedem normalen Profil auch die Möglichkeit, Beiträge zu schreiben, Hangouts zu starten oder Ihre Seite, wie gesagt, zu teilen. Wenn ich hier auf Weitersagen gehe, wird das bereits bekannte Fenster geladen, hat die gleiche Funktion wie vorher, Ihre Seite teilen und bekannt machen. Hier oben sehen Sie die Erinnerung, Sie verwenden Google Plus gerade als diese Seite. Kommentare, Benachrichtigungen und so weiter werden als Karrierebibel angezeigt, in meinem Fall. Wenn ich das ändern möchte, wähle ich hier drüben mein persönliches Profil wieder aus und kehre dazu zurück. Jetzt verwende ich Google Plus wieder unter meinem Profil und Namen. Das war ein kurzer Überblick über die Google Plus Seiten. Wir hoffen, es hat Ihnen geholfen dabei, die Seiten zu verstehen und zu nutzen. Wenn Sie Fragen haben, in irgendeiner Art und Weise, bitten wir Sie, schreiben Sie uns einen Kommentar, sei es auf Facebook, sei es auf Twitter, sei es hier auf Google Plus natürlich oder natürlich im Blog. Wir versuchen, Ihre Fragen möglichst schnell zu beantworten. Und natürlich freuen wir uns darüber, wenn sich die Karrierebibel-Seite bald auch in Ihren Kreisen wiederfindet. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß weiterhin auf der Karrierebibel.